Im Dialog Berechnungsoptionen der Wandlogik im Register Wandfilter können Sie diverse Filter für die Berechnung der Wände eintragen. Links oben haben Sie als erstes die Mindesthöhe für Außenwände. Diese Mindesthöhe gilt ausschließlich als Filter für die Wandlogik und sie soll verhindern, dass Wände, die eine bestimmte Höhe unterschreiten, als Außenwände betrachtet werden. Die übliche Einstellung, wenn dies gewünscht wird, ist 0,25 gedanklich hier für eine Steinreihe. Hintergrund ist, die Hauskontur in VI besteht immer aus Außenwänden. Das heißt also, wenn Sie ein Dach direkt auf eine Decke auflegen, haben Sie auch dort in diesem Auflagebereich Außenwände, häufig auch noch eine Fußfette liegen. Und das ergibt, dass natürlich dort bis zur Unterkante der Fetten auch eine gewisse Wandhöhe vorhanden ist. Und wenn diese Wand eben nicht kalkulatorisch als Wand ausgeführt wird und auch nicht als U-Schale, dann ist genau diese Mindesthöhe das für Sie relevante Filterkriterium. Sie haben rechts daneben die Möglichkeit, ebenfalls eine Mindestwandstärke vorzugeben. Auch diese Mindestwandstärke greift nur in der Wandlogik. Verwendung findet dies dann, wenn bestimmte dünne in der Regel Wandstärken verwendet werden, um irgendwelche Gestaltungen bzw. zweckentfremdete Verwendungen zu ermöglichen, ohne dass diese kalkulatorisch Ihnen, entschuldigen Sie die Formulierung, auf die Füße fallen. Mit Berechnungseinschränkungen sind Sie zusätzlich in der Lage, dafür zu sorgen, dass Wände, die die hier definierten Kriterien erfüllen, nicht in die Wandlogik einfließen. Auch hier reden wir wieder nur von der Wandlogik. Das, was standardmäßig eingestellt ist, ist, dass E8 nicht 1 sein darf und E4 nicht 1 sein darf. Bedeutet übersetzt, dass Verkofferungs- und Gaubenwände nicht in der Wandlogik erscheinen, weil diese Holzständerkonstruktionen sind und deswegen über normale Formeln berechnet werden und nicht über die Wandlogik. Rechts daneben haben Sie die Möglichkeit, Mindestlängen für die Wandlogik zu definieren, und zwar für die Außenwände, für die Innenwände und für die Wandscheiben getrennt, immer nach der Systematik positive, negative Kante und Achse. Und Sie sind hier einfach in der Lage zu sagen, damit eine Wand als Wand betrachtet wird, muss sie mindestens so und so lang sein. Beachten Sie bitte, dass die Eingabe hier überall in Metern ist. Diese Mindestlänge für Wände ist dafür gedacht, dass falls Sie Planungen haben, die Sie kalkulieren dürfen, in denen eventuell viele kürzere Wandstücke sind, weil die Planungsqualität noch nicht dem erforderlichen Maß entspricht, dann könnten Sie diese kalkulatorisch einfach rausfiltern. Links unten haben Sie die Möglichkeit, Eintragungen im Ereignisprotokoll zu steuern, konkret per Klick dafür zu sorgen, dass Wandstärkenanpassungen nicht protokolliert werden. Das heißt also, dass keine Meldung erzeugt wird, wenn eine Wandstärke, die geplant wurde, in der Kalkulation nicht bekannt ist und daher die nächststärkere Wandstärke erfolgt wird. Rechts unten haben Sie die Möglichkeit, für die Wandlogik die Innenwände auszuschließen innerhalb der Wandlogik. Dies ist etwas, was im Zuge der Wandklassifizierung, sprich der Höhenteilung, bei der Holzkalkulation im Standard aktiv ist, da dort lediglich für Außenwände und Wandscheiben Optionen angeboten werden, Wände horizontal zu teilen.